Da kommt er ja schon. Ein Reiter? Im Königreich der Toten? Nein, nein, das funktioniert niemals. Du siehst aus wie Palpatine aus Star Wars. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Dann fang an und erzähl mir. Die goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Ich glaube, das beantwortet meine Frage. Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind schon da. Wir sind bereits angekommen. Lustig. Okay. Argul und Achidna, das sind zwei von diesen Viechern, die wir töten sollen. Euer König ist nicht der Erste, der hier herrscht, richtig, Kanzler? Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Argul. Zu verrückt, um ihn auf dem Thron zu lassen. Aha. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden. Und vernichtete sogar einige seiner Diener. Was würde mein Herr nur ohne mich machen? Eine Fußmatte vor die Tür legen. Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Wie ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselik, ja. Wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen. Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Frag mich, wo sie ist. Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Nun, aber du kannst es gerne. Das nimmt mir meine stärkste Waffe. Das ist scheiße. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen, Türsteher. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Und deine Nase nicht vorhanden. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Hey. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Geil. Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit leben könnte. Du Scherzkeks, was für ein Wortwitz. Ich lache mich tot, ich hasse dich. Gut, wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten, den wir sogleich einsetzen. Was ist das? Reaper-Energie. Das finde ich cool. Machen wir das. Ja. Es verzögert sich mal wieder, dass wir unsere eigentliche Quest lösen können. Wir müssen nun in der goldenen Arena kämpfen und gewinnen. Jetzt stellt sich mir die Frage, was für Gegner dort auf uns warten und ob die überhaupt es wert sind, von mir verprügelt zu werden. Ey! Ey! Aus! Kein Zoff hier! Die beiden mögen sich offensichtlich nicht besonders. Hier ist die Gold... Ach, die ist hier. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, wo genau die ist. Ach, er! Auch hier! Ich habe reichlich Waren.
wenn du Münzen übrig hast. Du schon wieder, das sagt meine Mutter immer zu meiner Tante. Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Mhm. Was soll ich dazu jetzt sagen? Aktuell brauche ich nichts von dir, aber danke. Seite des Buchs der Toten brauche ich allerdings immer. Ich merke gerade, dass mir da noch ziemlich viele fehlen. Noch 8 Seiten. Nur für das zweite Kapitel. Rufe den Champion der Arena. Ich muss den jetzt auch noch rufen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Da wäre ich jetzt fast drauf reingefallen. Ja, natürlich geht wieder eine Treppe hinab. Wie bei, glaube ich, allen Dungeons, die wir bis jetzt in dieser Welt erkundet haben. Was ist das hier? Nein! Zurück! Ich meine, man konnte auch noch nach weiter unten bei dieser Wendetreppe, aber irgendwie zieht es mich hier hin. Ich kann es auch nicht genau erklären, wo dieser Drang herkommt. Run, 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 coward, run, run, run. Gott, war das noch hier unten? Och, meine, warum bin ich so dämlich? Keine Ahnung, wo ich mit dem Tuch hin soll. Anziehen werde ich es jedenfalls nicht. Und zum Wäsche abtrocknen und Geschirr und weiß was ich was, brauche ich es auch nicht. Wäsche abtrocknen ist auch nicht schlecht, oder? Wäsche mit einem Tuch abtrocknen. Das ist alles in allem schon sehr konfus, was ich davon mir gebe. Das muss ich leider zugeben. Das ist also die Goldene Arena. Siehe da. Ein Herausforderer betritt die Arena. Doch was sucht er nur? Absolution durch den Tod? Nein. Dieser hier lebt. Ja. Ruhe. Wer soll uns berichten? Sprich, Herausforderer. Ich bin hier, euren Champion zu besiegen. So prahlen alle Herausforderer. Doch die meisten gehen unter Qualen. Der sieht doch noch ganz frisch aus. Ihre Seelen aus der Existenz verbrannt. Und unser Champion dadurch umso stärker. Genug. Holt euren Champion. Ah, ja. Dieser hier hat Macht. Genug Macht. Um zu tun, was er will. Unser Champion ist kein Köter, der nach Belieben gerufen werden kann. Du musst ihn herlocken. Und wie? Dieser Altar bewahrt seine Macht. Die Seelen all jener, die er erschlagen und verschlungen hat. 3 Lebenssteine müssen darin platziert werden. Dann wird unser Champion... Lebenssteine? Schon wieder? Ah. Warum wusste ich, dass so etwas kommen würde? Wo gucken die hin? Die gucken da oben hin, okay. Was ist eigentlich hier? Da komme ich wahrscheinlich... Ja, da komme ich runter.
Ja, dieser Champion scheint ein ganz krasser Kerl zu sein. Ich werde ihn trotzdem plattwalzen. Gut. Holen wir den ersten Lebensstein. Nup, nup. Nup, nup. Ich würde gerne die Richtung wechseln. Wenn ich das tue. Ich würde gerne die Richtung wechseln, wenn ich das tue. Och. So geht's auch. Finde ich nicht lustig. Das Ding konnte man nicht sehen. Schiebung. Ach, die ist stärker als meine jetzige Waffe. Das ist irgendwie... Das ist ja irgendwie, ne? Ist alles richtig so? Muss ich hier hin? In solchen Dungeons habe ich irgendwie keine Orientierung. Aber es ist der einzige Weg, also wird es wohl richtig sein. Wer hinterlässt eigentlich all diese Unordnung? Ich meine, es ist egal welcher Dungeon, die sehen alle total heruntergekommen aus. Aha, und was wollt ihr jetzt machen? Vergesst alles, was ich gesagt habe. Das ging schnell. Also das muss man sagen, das ging wirklich äußerst schnell und ich hatte leider die Taste vergessen, mit der man einen Heiltrank einlädt. Gut. Überspringen, ich brauche euch nicht. Ich brauche euch nicht. Wieso kann ich das nicht überspringen? Wieso kann ich Story-Sequenzen überspringen, aber das nicht? Watch aber. Teleport, Schlag. Under the ocean, you can see the stars. Seconds to minutes, hours to days. Und nun! Oh mein Gott! Eine offensichtlich etwas stärkere Kreatur, aber ich sage dazu nur Foul! Leidet! Speichel lecker! Out, 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 out. Yeah. Yeah. Sick of this shit. Ich hab's geschafft. Ja, das waren ja eine Menge Knochen. Die haben nur darauf gewartet, dass ich hier reinkomme. Dieser Kanzler will mich wahrscheinlich reinlegen. Ich traue ihm auf jeden Fall nicht. Ich traue generell keinen Kanzlern. Ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt nicht für jeden... für jeden Lebensstein unendlich viel Aufwand betreiben muss. Das artet nur wieder aus. Vielen Dank. Wird schön. Brutale Klauen.
auch stärker als meine. Kann ich das Ding so ziehen? Nee. Feststeht, dass ich das brauche. Vielleicht kann ich es absprengen. Ein Versuch ist es wert. Yeah! Cool. Ja gut, es war relativ eindeutig. Drücken Sie E, um einen getragenen Gegenstand zu platzieren. Ja. Hierhin. Mhm. Hält. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, ich kann da was machen. Da kann man was machen. Und schon sind wir hier. Und nun, and now, and what the fuck, and what the fuck, and WTF, and for the win, and fuck you all. Als wenn das nicht klar gewesen wäre. Dankeschön. Dankeschön, Laterni. Laterne, Laterne. Sonnen. Sonne, Mond und Sterne. Ich gebe ihm seine Leuchte zurück. Damit er auch irgendwas reißen kann. Nur diese Laternendinger finde ich auch ziemlich cool. Die haben auch was. Hier ist auch noch so eine Statue hier. Ist da der erste Lebensstein? Hoffentlich. Ach, die sehen diesmal so aus. Okay. Ich glaube, die sind wütend. Ich glaube, das spawnt jetzt was. Lebensstein, ein Stein, den die Macht innewohnt, schlafenden, Schrecken ins Leben einzuhauchen. Einer der Steine, die benötigt werden, um den scheiß Champion zu holen. Wieso spawnt hier nichts? Ich hätte es nicht sagen dürfen, oder? Scarabeus! Gott, ich treffe ja gar nicht. Ich kann mich einfach mit E überall durchhacken. Los, komm her. Too much of this shit. Ihr könnt euch gerne alle anstellen. Wer ist der Nächste? Okay. Meine E-Taste leidet gerade, aber okay. Ja, das war ja irgendwie belanglos. Ich meine, wenn man sich einfach durch E da durchklicken kann, dann ist es doch irgendwie dämlich. Wenigstens kann ich jetzt so. Ah. Danke. Und wo komme ich jetzt raus? Ha! Ich hab's gerochen, habe ich's. Nein, ich hab's gehört. Aber verratet es niemandem. Du siehst mir nicht ganz frisch aus, Typ. Was haben wir hier drin? Eine Karte. Verlieskarte. Als hätte ich's geahnt. Aber gut, was soll man da sonst kriegen? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo genau das ist. Ach, jetzt sind wir wieder mitten in der Arena, okay.
Ich habe das erste Teil. Hallo, ich habe das erste Teil. Rein damit! Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass ich diesem Champion erst seine Kraft gebe, dadurch, dass ich die drei Lebenssteine da reinhaue. Das erscheint mir irgendwie alles nicht ganz logisch, das zu tun, aber na gut. Nicht genug Zeit.